Hallo alle zusammen, herzlich willkommen. Heute reden wir über den Kamerakauf 2019 bzw. 2020. Es hat sich einiges geändert dieses Jahr am Kameramarkt. Ich denke, es ist ziemlich spannend, sich mal darüber Gedanken zu machen und ich hoffe, du hast viel Freude jetzt bei dem Video. Viel Spaß. Fangen wir an mit dem Punkt 1, Budget. Lege dir knallhart eine Budgetgrenze fest und in diesem Budget muss alles drin sein. Das heißt nicht nur die Kamera selbst, sondern natürlich auch ein Objektiv, damit du fotografieren kannst. Vielleicht sogar ein zweites Objektiv. Dann sollte darin ein neuer Akku da drin sein, also ein Zusatzakku oder noch ein Zusatzakku, wenn du ihn brauchst. Eine oder mehrere Speicherkarten, eine Tasche, vielleicht noch ein anderer Tragegurt für die Kamera und so weiter und so fort. Also alles, was du brauchst, sollte in diesem Geld sein. Und es sollte möglicherweise so ausgeschöpft bzw. ausgenutzt werden, dass du nicht noch zusätzlich Geld aufwenden musst. Punkt Nummer 2, Einsatzgebiet. Und das ist für meine Begriffe auch der zweitwichtigste, wenn nicht sogar gleich wichtigste Punkt wie die Finanzen. Du musst dir im Klaren sein, was du fotografieren möchtest. Denn es nützt dir nichts, wenn du gern Sterne fotografierst und kaufst dir eine Portrait-geeignete Kamera mit vielen Megapixeln und hoher Auflösung. Da solltest du schauen, was du machen möchtest und welche Kamera das sehr gut bedienen kann. Die wenigen von euch, das sind zumindest die Nachrichten auch zu mir, wissen genau, was sie machen möchten. Oftmals kommt die Anfrage zu mir, ich möchte gern Landschaften fotografieren, aber auch gern im Urlaub meine Familie, mein Hund, meine Kinder oder meine Freundin, mein Freund. Und da nutzt es schon, eine Kamera zu verwenden, die eher breit aufgestellt ist. Das heißt, eine Kamera, die alles relativ gut abdeckt, aber in keinem Bereich jetzt top 100% geeignet ist. Das klingt erstmal komisch, aber im Nachhinein macht es schon Sinn, sich dann eher so eine Kamera zu kaufen, denn wenn du eine Astro-geeignete Kamera kaufst, dann ist es ein bisschen sinnfrei, damit immer nur Menschen zu fotografieren, denn die Ergebnisse, gerade in der Farbwiedergabe, werden etwas anders sein als bei den Sternen. Nachdem du dein Anwendungsgebiet angeschaut hast und auch mit deinen Finanzen verglichen hast, wirst du relativ schnell feststellen, was geht und was natürlich nicht geht oder wo du Kompromisse eingehen musst. Und da komme ich jetzt auf das nächste Thema und zwar die Kamera testen und in die Hand nehmen. Und ich meine das so, wie ich es sage. Geh in den nächsten Elektromarkt oder geh in ein Fotofachgeschäft und schau dir die Kamera an. Und schau sie nicht nur an, sondern nimm sie auch in die Hand und bediene sie auch mal ein bisschen, probiere sie aus, mach Fotos damit. Dann kannst du schon einmal einige Kriterien ausschließen und zwar, dass dir die Kamera entweder zu klein oder zu groß ist, beziehungsweise wie es sich bei größeren und kleineren Objektiven verhält. Ich meine hier die Sony A7, die kommt mit dem kleinen 28mm Objektiv relativ gut daher, ist mega klein, kompakt und ultra leicht und passt zwar nicht in die Jackentasche, aber in einen kleinen Rucksack oder in eine Gürteltasche, Hüfttasche passt sie perfekt rein. Jetzt habe ich hier ein Makroobjektiv dran von Canon und das ist schon nicht das leichteste, aber auch nicht das schwerste, aber es ist schon sofort kopflastig. Das heißt, die ganze Geschichte kippt immer so leicht nach vorn und ich muss immer ein bisschen gegenhalten. Noch extremer wird es, wenn ich hier so ein Teleobjektiv hier ranbaue. Das heißt also, geh in den Laden, wo du Kameras kaufen möchtest oder wo du dir die anschaust und lass dir verschiedene Modelle zeigen und lass dir auch mal die größeren Objektive dort ran schnallen, um zu erkennen, ob die Kamera überhaupt noch in deiner Hand gut liegt, ob das Ganze noch passt, ob das Handling vielleicht total überhaupt nicht geht. Mach das, nimm das Ganze in die Hand und ich kann es nur jedem empfehlen, die Kamera so zu testen, denn dann bekommt ihr auch wirklich ein Gefühl für die ganze Situation und könnt dann abwägen, kann ich die Kamera jetzt so stundenlang beim Wandern tragen oder brauche ich vielleicht doch eine etwas leichtere, kompaktere Kamera oder brauche ich vielleicht die 200D wie diese hier, die relativ leicht und klein ist, denn die kann man dann wirklich stundenlang tragen, wohingegen eine etwas schwerere, auch Systemkamera mit großem Objektiv, dann irgendwann schon lästig wird und ja, weniger Freude macht. Also ich glaube, das kann man umgehen, indem man die Kamera einfach mal in die Hand nimmt und ausprobiert. Nachdem du also dein Budget festgelegt hast, du ungefähr weißt, was du damit fotografieren möchtest mit der Kamera und dann noch die Kameras in Hand hattest, solltest du auf keinen Fall im Internet nach Rezensionen schauen. Diesen Tipp gebe ich dir wirklich unter uns. Denn
die meisten von euch lesen dann Rezensionen und fragen mich, okay, die Kamera wurde so gut bewertet, ist sie auch so gut oder kann ich sie tatsächlich für das und das einsetzen oder ich habe gelesen, das und das geht gar nicht bei der Kamera, es gibt Probleme mit dem Sensor und so weiter. Wenn du die Kamera neu kaufst, hast du eine Gewährleistung und über die Garantie vom Hersteller lässt sich dann bei Problemen meistens alles regeln. Wenn du dir nicht sicher bist, dann kauf die Kamera nicht. Punkt. Aber ich würde mich an eurer Stelle nicht von den Rezensionen verrückt machen lassen. Nachdem du alles sozusagen ausprobiert hast, angeschaut hast, dir Gedanken gemacht hast, empfehle ich dir noch etwas weiteres. Und zwar mach dir Gedanken, wie du das Ganze langfristig auch angehst. Wie das System wachsen kann. Das heißt, wenn du dir eine APS-C-Kamera kaufst und du möchtest ganz speziell Weitwinkelfotos machen, dann solltest du im Vorfeld auch, bevor du die Kamera kaufst, in deinen Warenkorb schauen, wenn du ein Weitwinkelobjektiv reinlegst, was dafür geeignet ist. Und dann schau dir den Preis an und überlege dir, ob das noch in dein Budget passt, beziehungsweise ob du im nächsten oder übernächsten Jahr bereit bist, das Geld dann dafür auszugeben. Und wenn dir das alles viel zu teuer ist, dann solltest du überlegen, ob der Hersteller für dich geeignet ist oder ob du vielleicht einen anderen Hersteller wählen musst. Bei Vollformat sind die Objektive meistens ziemlich teuer. Das heißt, da kosten schon die einfachsten Objektive mehrere hunderte Euro. Das sind 1000 Euro teilweise nicht für ein relativ gutes Objektiv. Und dessen solltest du dir auch bewusst sein. Auch da bitte schauen, ob das zu deinem Geldbeutel passt, beziehungsweise ob du bereit bist, später auch so viel Geld zu investieren. Mich interessiert jetzt noch, wie ihr beim Kamerakauf vorgeht. Packt ihr euch einfach ein, was ihr kaufen wollt und schaut dann, wie ihr das bezahlt? Oder macht ihr es genauso, wie ich jetzt gesagt habe? Oder habt ihr einen ganz anderen Weg? Schreibt es mir unter dieses Video unbedingt rein. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das Thema angeht. Denn ich glaube, jeder von uns hat da eine andere Sichtweise und eine andere Herangehensweise. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.